das ist. So. Warum das spontan sein? Okay, mit so einem wunderschönen Eyeliner-Pencil. Alter, ist so spontan, auch kein Spiegel. Und was Kleines hier. Tata. So, und jetzt versuche ich mir nochmal schnell so ein. Ja, normalerweise brauche ich dafür zwei Hände, wahrscheinlich sieht es auch gleich dementsprechend aus. Wie gesagt, das Ganze auf Zehenspitzen. Im scheiß Licht und im scheiß Spiegel. Und eine scheiß unvorbereitete Reihe. Hier und Rebecca. Dann ist es jetzt 19 Uhr. Das heißt, ich habe noch eine Stunde Zeit, fertig zu machen. Ich bin jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber egal. Wir lassen uns davon ja nicht beeindrucken und nicht stören. Also normalerweise singe ich ja nebenbei noch, aber selbst da habe ich jetzt gedacht, das lässt. Solchen Popöchen. Fertig. So, jetzt habe ich nochmal einen, naja, Produkttipp, wenn ich, würde ich das nicht nennen. Ach, das ist nicht auch voll untergefallen ist. Produkttipp nicht, aber definitiv abraten. Dieses sieht zwar schön aus, aber kann ich keinem empfehlen. Und zwar ist das Long Lash Designer Waterproof von UMA, Juma, wie auch immer man das nennen will, ein Drecksding. Also zumindest finde ich das. Ich hatte vorher einen, und zwar ist das, oder war das, oder besitze ich den kläglichen Rest von Turbo Volumen Mascara Waterproof von Juma. Der ist echt geil, der macht super dicke, fette, lange Wimpern. Und der, das siehst du quasi nicht. Ja, und anstatt Musik haben wir jetzt natürlich auch nur Nachrichten. Ja, jetzt guckt euch diese wunderschönen Falten an. Alter Fuchs. Machen wir 14 Jahre noch, beziehungsweise erstmal 4. Machen wir erstmal ein bestes Stück, also quasi. Meine beste Freundin. Die wird wahrscheinlich auch wieder sagen, Mensch, Alter, was machst du denn da? Musst du dich jetzt schon im Internet schminken? Ja, ich hatte da Bock drauf und Langeweile. Und bevor ich noch zum Putzteufel mutiere, mache ich einfach mal so ein Beauty Wellness Tag. Das von Neonazis in Fassberg im Kreis Celle besetzte Hotel wird erstmal nicht. Ist das jetzt auf mir? Ja, ich habe gekleckert. Also ich kleckere total selten, muss ich sagen. Aber unter diesen Umständen. Die wir auf der kommunalen Ebene haben, aber auch das Innenministerium selber unterstützt diese Initiativen. Schon wieder! Ah, ich kurz gleich! Fuck! Moment! Der rechtsextreme Anwalt Jürgen Krieger einen gültigen Pachtvertrag für das Hotel in Passberg hat. Seit 10 Tagen haben Neonazis das Haus besetzt. Und jetzt zu Ich sage auch eins, es macht keinen Spaß so. Also, nächstes Mal. Definitiv. Besser vorbereitet. Schnupperle der Suchhund. Es gibt auch noch mehr Menschen, die Langeweile haben. Was lernen wir daraus? Essen mehr Mais. Heute war mal ein Musterbeispiel an Hochsommerwetter. Die Temperaturen im Moment in Melle am Grönegau-Museum 26
So, das war das eine. Jetzt die andere Seite. Mir kommt gerade voll die Idee, wie ich meine Konstruktion bastle. Kann man jetzt übrigens sehen, wie ich mich geschminkt habe? Nee, ne? Scheiße. Vielleicht sollte ich eher irgendwie was Chaosmäßiges machen, das liegt mir gar nicht besser. Obwohl. Also vorsätzlich Chaos. Prima Ergebnis. Wie sehen Sie nichts? Außer also ein bisschen braun hingeklatscht. Das ist übrigens braun mit. Okay. Ich sag's gar nicht erst. Also ich euch noch ganz doll ins Herz legen kann. Von meinem Schatz zu Weihnachten. Coconut von Vincenzo Baroni. Das ist so geil. Das ist voll geil, dass ich nämlich so urlaubstechnisch, wenn jetzt nicht gleich dieses Weckerchen ausgeht. So, für die Lippen was ganz dezentes. Und zwar nehme ich dann nochmal einen braunen, Moment, so ein braun-rosa. Also so was ganz Zartes für die Lippen. Deswegen der Labello vorher. Okay, weil dann übrigens von Lip Fit. Der ist nicht nur rosa, sondern hat auch noch so einen ganz leichten Schimmer, gibt es bei Kaufland. Und zwar so rosa, glänzend. Den mache ich mir oben drauf. Ich stelle gerade fest, geht besser, wenn man nicht hinguckt. Weil rechts, links so, nicht gut. So. Das ist einfach als Lippenfarbe, weil ich stehe ehrlich gesagt nicht so auf Lippenstifte, finde auch nicht, dass mir das unbedingt steht. Zumindest manchmal ja, dann mache ich mir welchen drauf und dann sagt man mal so, oh Schatz, das ist ein bisschen dunkel, ne? Ab und gut. So, aufgrund dessen bin ich dann drauf kleben geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes von Labello, ein, kann man auch nicht mehr lesen, weil der ist schon wieder so abgelutscht, irgendwas mit Gloss und Shine. Transparenter Gloss, das ist eigentlich ein Lippenpfleger und von daher ist es eigentlich auch ganz gut, weil meine dann doch relativ schnell schrumpelig werden, beziehungsweise rissig. Oh, jetzt komm. So, das war die Farbe. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen Haar. Bis gleich.